Schau nicht immer nach deinem Schwert, geh lieber durch den Ausgang. Mal schauen, wo wir da eigentlich genau rauskommen. Ich bin mir gar nicht sicher. Etwa auf der anderen Seite? Jep, aber sowas von. Warte mal ganz kurz. Das sind... Moment mal, was ist da drüben? Ach so, ja, natürlich. Da oben war ich ja, glaube ich, noch gar nicht. Natürlich sind da noch, Schätze. Nun gut, aber wir suchen immer noch Blumquist und der soll ja hier unten sein. Lasst uns das also mal etwas genauer verifizieren. Ich glaube, ich steck mal die normalen Kobolde oben rein und tu dafür die roten Drachen unten hin. Und Moment mal ganz kurz, dieses Skelett hier, nein. Spinneneier. Ah ne, die sind schon... Ah ne, das sind schon leer, okay. So, da kommen wir, glaube ich, wieder zurück. Ach Mist, es gibt keine Karte von den... von der unterirdischen Höhle. Ja, aber wir werden, glaube ich, den schwarzen Drachen wieder über den Weg laufen, unter anderem. Die Zwerge haben wir ja schon eliminiert. Und der da hinten, was hatte der da? Der hatte, glaube ich, nichts großartig im Pedo. Okay, nein, nein, nein. Und hier kommen wir wo raus? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin. Nicht, dass wir gleich angegriffen werden. Nein, werden wir nicht, aber ich weiß, wo wir rauskommen. Das ist dann etwas oberhalb. Hier sind wieder die Brückenmauern und die Schätze. Okay, dann weiß ich also, wo ein Ausgänge sind. Hervorragend. Jetzt müssen wir... Ich weiß gar nicht, den Drachen da flachlegen. Beziehungsweise die Drachen eigentlich. Oh Mann. So, eine Runde speichern. Und ich würde sagen... Da hinten ist ja nichts mehr, ne? Nein. Und was da hinten ist, das weiß ich auch noch nicht. Aber bevor wir angreifen, noch einen Blick ins Buch. Und es ist die Frage, was Giftschädel? Ja, das Problem ist ja, dass die Magie immun sind. Von daher ist halt wirklich die Frage, was tun wir? Wir müssten eigentlich mal eben schauen, ob wir die Geburtsmagie hochstufen können. Nein, können wir nicht. Die Verzerrungsmagie können wir auch nicht. Auch nicht die Chaosmagie. Das heißt, wir müssen eigentlich damit leben, was wir momentan gerade zur Verfügung haben. Hier fehlt uns auch eine Rune des Verstands, um genau zu sein. Ja, jetzt müssen wir es einfach mal versuchen. Es sind halt leider Gottes vier Drachen. Da kommen wir nicht drum rum. Und er röstet. Ja, lass ihn mal rösten. Schaden. 43 bis 52. Angriff 70-70. Schaden 100 bis 130. Das stimmt doch aber die Anzeige nicht. Okay, gegenseitig schon. Ich verstehe. Tiere der Natur. Wut haben wir noch nicht genug. Deswegen hätte ich gesagt, ziehen wir die Sportkobolde mal hier hin. Achso, nee. Na gut, dann bleiben sie eben mal ganz kurz auf passiv. Und jetzt gehen wir einfach in den Kampf und nehmen es hin wie ein Mann. Und alles, was halt stirbt, stirbt halt. Kann es auch nicht ändern. So, zack. Und... Nice. Wie er da drüber gebügelt ist. Achso. Nee, Moment. Das geht so nicht. Ich müsste, wenn schon denn, schon dann hier hin. Und dann so drüber bügeln. Aber ist halt auch nicht viel Schaden, was er da macht. Ja, Drachen gegen Drachen ist halt so eine Sache. Aber... Naja. Tiere der Natur. Jetzt kriegen wir 369 Seelibellen. Auch gut. Die nehme ich auch gerne. So, ein Drache ist weg.
Gut, mit den Schwartkobolden kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel machen. Ja, die schwarzen Drachen halt, ne? Ich habe noch nicht genug Wut für Orkschlag. Der wäre halt sehr, sehr, sehr hilfreich. Was haben die für ein Level? Die haben ein Level 5. Eieiei. Ich will dahin. Danke. Machen wir mal auf Verteidigungsmodus. Und die Vampire auch mal etwas beiseite, hätte ich gesagt. So vielleicht. Mal gucken, wie er dann das nächste Mal hier durchrödelt. Die Vampire vielleicht, keine Ahnung, etwas weiter weg. Bei dem Feueratem ist es eigentlich nicht schlecht. Die vielleicht dahin. Für die schwarzen Drachen. Mal gucken, was er jetzt macht. Aha. Er geht auf die herbeigezauberten Kreaturen. Damit habe ich weniger ein Problem. So. Sehr schön, wie er sie weggebrutzelt hat. Natürlich auch die Libellen, aber ganz ehrlich, die Libellen sind mir scheißegal. Die Libellen interessieren mich in Furz. So, wir haben genug Wut und es macht Rums. Tschüssikowski. Oh Mann, endlich. Endlich habe ich sie weg. So, kann nicht mehr viel fehlen. Dann stirbt auch der letzte grüne Drache. Ja, kann ich das machen? Sterben rote Drachen, kriegen nicht viel ab. Entschuldigung. Hi. Ich habe halt immer noch ein bisschen Husten. Es tut mir leid. Jawohl. Was mir nicht leid tut, ist das. Tschüss. So, das wäre geschafft. Ein uralter Vampir, ein Dämon und 12 Spottkobolde. Ja, können wir überleben. Oh, eine Verstandrune. Yay! Die haben wir für was gebraucht? Ich glaube für... Oh, sieht so aus, als ob diese Quelle das Wasser zu Königsburg liefern würde. Fragt die Einheimischen und ihr könnt etwas Interessantes erfahren. Geschwört den Gastwirt fragen. Haben wir doch aber schon. So, Held. Genau, Diplomatie könnten wir uns leisten und tatsächlich, ich würde sagen, wir tun's. So, 18 Magierunen bleiben übrig. Ja gut, mit Magierunen only, hätte ich halt gesagt, Meditation, ne? Ja, plus 18 Mana. Was anderes können wir mit ausschließlich Magie-Runen eh nicht machen. Ja, komm. Lass uns das hier machen. Haben wir ein neues Cap, was Mana angeht. Jetzt ist nur das Problem, wir kommen da nicht hoch. Ich vermute, man muss von oben irgendwie einen Eimer dranhängen. Moment mal, Runen. Ja, das ist aber natürlich alles von oben. Ja, ja. Das bringt, glaube ich, nichts. Haben wir irgendwas Brauchbares hier? Naja, Mönchsgürtel, aber... Nun ja. So, das ist auf jeden Fall der Brunnen. Ja, das ist schön, was wir hier jetzt erreicht haben. Was ich allerdings vermute ist, wenn wir hier hochgehen, könnten wir oder müssten wir eigentlich relativ nah oben dran sein. So, da kommen wir raus. Das heißt, irgendwo da hinten jetzt. Das wäre dann irgendwo hier, glaube ich. Hm. Reiten wir doch mal dahin. Mal gucken, was wir finden. So, da hinten ist auf jeden Fall noch der Schmied. Ach Gott, den haben wir auch noch offen. Mal gucken, ob er mittlerweile etwas bereitwilliger ist. Nein, ist er nicht. Müssen wir ins Questlog reinschauen. Okay, die will immer noch nicht. Eieiei, wie sie alle überhaupt nicht wollen. Da haben wir den Gasthof. Na, was für ein Brunnen im Verlies. Wir nennen ihn den reinen Brunnen, da sein Wasser so köstlich und heilend ist. Unser weißer König nutzt den Brunnen, um die Burg mit Trinkwasser zu versorgen.
So können wir auf jede Belagerung vorbereitet sein. Wenn jetzt sogar Nichtmenschen Monteville belagern, dann können unsere Krieger bei Bedarf ein Jahrzehnt in der Burg überleben und auf Unterstützung warten. Übrigens, der Brunnen wird von einem echten Drachen bewacht. Was nicht zu verachten ist, nicht jeder kann gegen einen Drachen gewinnen. Hahaha, aber ich? Ich habe nur guten Rat, der Dunkle. Ich wusste, dass die Leitungen nicht umsonst zur Quelle führten. Wenn wir Gift in die Quelle gießen, dann werden wir die Wächter bestimmt dezimieren. Gute Idee, jetzt müssen wir nur noch das Gift finden. Ja, müssen wir. Was haben die eigentlich anzubieten? Irgendwas Brauchbares? Nein, nicht wirklich. Oh mein Gott. Das war's dann, glaube ich, auch schon. Ja. Dann hätte ich gesagt, was haben wir hier in dem Leuchtturm noch gehabt? Verlangsamung. Verteidigung, Tempo für Kavalleristen, Kriegermeiden, Schamanen, Blutschamanen. Nein. Maleratelier. Moment mal. Wir brauchen doch noch. Habt ihr zufällig Farbe, die ihr mir geben könntet? Künstler haben nie Farbe übrig. Aber wenn ihr etwas malen wollt, werde ich mein Weiß mit euch teilen. Zickweiß ist die billigste Farbe in Etana und ich habe mir einen Vorrat für 30 Jahre angelegt. Ach nein, hier nehmt. Danke, Henry. Sehr schön. Okay, gut, mehr will er auch nicht von uns. Gut, wir auch nicht von ihm. Da haben wir den Hafenladen und ich überlege gerade. Hafenladen. Glückskind. Nein. Die Schriftrolle brauchen wir dann nicht wirklich. So, einmal da oben. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Gift. Ach genau, oben war auch nur dieses Tor, wo wir ja nicht reinkommen. Bäh. Naja, wir kommen wieder. Warte mal, haben wir den besucht? Ja, den haben wir besucht, ne? Ja. Gut, wir haben die Tinte, das heißt... Ach nee, nicht dahin. Wir haben die Tinte... Moment, die Zeitung. Das heißt, wir könnten... Nein, warte mal, Papier und Tinte. Wir brauchen aber Papier... Farbe, zinkweiße Farbe. Moment, Moment, Moment. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Nicht er, sondern... Ah, wo war er? Bringe die Farbe. Ja, hier Farbe. Und wir brauchen auch noch Essen. Ui, Essen. Wo kriegen wir denn das her? Irgendwo müssen wir... Moment mal eben. Ich möchte einen Gifttrank kaufen. Yay! Darauf ein großes Yay! Nach der Anordnung des Königs darf kein Bürger von Monteville Gift besitzen. Egal, ich bin kein Bürger von Monteville. Ich bin nur auf der Durchreise. Also, kann ich euch auf keinen Fall helfen. Sprecht mit Clarissa aus Portland. Sie ist die Expertin für alle Gifte. Sie kann euch alles brauchen, was ihr möchtet. Gut, nehme ich auch. Oh, Spinneneier. Was kosten die? Gekauft. Gut, Schlangeneier brauche ich nicht. Brennbares Öl, Chaoswaffe, nein. Noch mehr Spinnen brauche ich aber nicht. Bären, die wären auch mal eine interessante Alternative. Was auch interessant wäre, ist, wenn man hier jetzt tatsächlich so draufklickt. Man sieht halt ja nirgends Informationen, wie viele... Oh, Moment, doch, hier, natürlich, oh. Mit der Führerschaft von 4026 deines Helden kannst du bis zu 57 Einheiten dieser Kreatur anheuern. Führerschaft der gesamten Truppe 70. Also ich kann was? 57... Er hat aber nur 50. Bäh. Eine Sache. Nächste Sache ist der da unten schwach. Wir könnten da unten, glaube ich, tatsächlich ein paar... Okay. Jetzt immer langsam. Jetzt erstmal... Suche den Unterschlupf. Nicht ganz. Wir gehen zurück nach... Monteville. Dann Portland zu Clarissa. Moment ganz kurz.
Wo ist es? Wo ist es? Ach so. Moment. Ich bin doch gerade hier. Ja gut, dann müssen wir wieder zurück. Ja gut, dann gehen wir gleich nach Portland. Und tschüss. Holen uns dort von Clarissa hoffentlich Gift. Und dann... Wieso ist eigentlich immer wieder... Immer wenn ich hier neuerdings herkomme, Chaosgeschoss. Also dieses... weiß auch nicht. Immer wieder ist es neu da. So, Clarissas Hütte. Hervorragend. Ich brauche Gift, Clarissa. Und was genau hält euch auf? Ich habe ein ganz Regal voller Gift. Ihr könnt euch einfach eines aussuchen. Ich habe eines für Freunde und eines für Feinde. Ein schnelles und ein langsames. Welches benötigt ihr? Ich brauche eines, das stark genug ist, um mehrere Truppen mit Kriegern auszulöschen. Natürlich habe ich eines. Wenn ich es nur finden würde, wo habe ich es nur hingelegt? Ah, hier ist es. Es kostet dich auch nur 10.000 Münzen. Wie sie mir wieder das Geld aus der Tasche zieht. Aber okay, hier ist es. Danke. Braucht ihr sonst noch etwas? Ich weiß nicht, was habt ihr nochmal so? Ein Pedo? Verschwimmen, Furcht. Furcht gehört, glaube ich, nicht zu denen. Nee, Furcht gehört nicht zu denen, die ich besorgen soll. Böser Beobachter. 7 und ich kann 22. Nee, ja, also ganz ehrlich, nein. Dann war es das, glaube ich, auch schon wieder. Wir haben das Gift. Jetzt, wenn wir aber schon hier sind, dann machen wir noch eine kleine Runde. Und zwar... Ich muss mal schauen, was wir hinten noch an der Burg hatten. Oben gibt es ja, glaube ich, nichts, wenn ich mich nicht irre. Oh, was ist das hier? Der dunkle Fanclub. Moment mal, was geht denn hier ab? Und was ist das hier für eine feindliche Truppe, die hier rumsteht? So, die Burg ist schon verlassen, das ist klar. Was ist das hier für eine Truppe? Mit der Diplomatiefähigkeit hast du einige Truppen der feindlichen Armee überreden können, die das Schlachtfeld zu verlassen. Schwertkämpfer, minus 10. Yay! Was haben sie jetzt noch? Scheiß die Wand an! Und das ist sehr schwach. Aha. Moment. Ich will mal was probieren, bevor ich tatsächlich hier wieder rausgehe. Brennbares Öl. So. Ja. Oder doch so. Belege gerade. Ja, so ist es okay. So. Feuerflut. Röste sie. Naja. Nee, das ist scheiße. Die können heftigst beschwören. Das kannst du vergessen. Hä? Auf was für einen schmalen Grat? Nee. Laden. Oh mein Gott. Zum Glück haben wir gespeichert. Ich glaub's einfach nicht. Nee, also... ich will nicht schon wieder die Hälfte meiner Armee verlieren. Also, jetzt wird da noch nicht angegriffen. Was hat der hier? Hat er vielleicht was für mich? Nichts Brauchbares. Ich brauche immer noch Papier. Wer könnte denn Papier für mich haben? Wie viel könnte ich von denen? 67? Nein. Dann brauche ich von den Schwertmeistern? Nee, auch nicht. 25 von den 10 haben wir da zu verkaufen? Nein, nicht wirklich. Zeigt mir eure Waren. Was hat der hier so für 40 könnte ich davon haben, der Rest Jahrchen. Die Ketzer. 50. Was? Ne, 80. Was hat er zu verkaufen? 70. Ne, auch nicht. Also lohnt sich es ehrlich gesagt momentan auch immer noch nicht zu wechseln. Was hat der hier? Überlegung, wäre es natürlich wert, eventuell Bogenschützen vielleicht mit ins Boot zu holen. Ruf der Natur. Nope. Was hat der hier hinten nochmal? Warte mal ganz kurz. Moment mal. Ach, Jimmy muss ich auch noch ein bisschen gedulden.
und der hier hinten hat Bogenmeister. Das wäre tatsächlich eine Überlegung wert, aber nein. Gut, hier haben wir nichts weiter. Die haben wir voll. Dann haben wir das Gift und könnten wir eigentlich zurück nach Monteville. Ja, machen wir auch in der nächsten Runde, in der nächsten Folge. Morgen also. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, wir sind schon wieder ein bisschen über der Zeit drüber. Also, haltet die Ohren steif.